Wir kriegen Zuwachs im Shop, da ich ja jetzt bei Vayu bin und Vayu ja zu ESN gehört, beziehungsweise wir auch Supplemente hier verkaufen, nehmen wir ESN und Vayu mit in den Laden auf. Jetzt kann ich euch mal zeigen, was hier bei der ersten Lieferung kam. Leider noch keine Vayu-Produkte und an alle, die schon uns geschrieben haben, sie wollen Rice Pudding vom Shop kaufen, der kommt auch noch, der war die ganze Zeit komplett ausverkauft, aber die ersten Sachen sind die Designerways in der Dose und zwar hier gleich mal als erster Geschmack Fruit Cereal. Der Daniel hat neulich probiert Cinnamon Cereal, glaube ich. Stracciatella Way gibt es jetzt auch. Da kommen echt viele Leute in den Laden und fragen immer danach. Und vielleicht finde ich es ja, Schoko. Ein ganz besonderer Geschmack mit Stücken. Nee. Oh Mann. Ist bestimmt ganz unten drin oder so. Oder im anderen. Oder im anderen. Cinnamon Cereal. Also es heißt sowas wie diese Cornflakes, die nach Zimt schmecken, Cinniminis, gibt es auch als Geschmack mit Stücken. Und Daniel hat es für gut empfunden. Nächstes. Vielleicht finden wir da noch was. Ihr könnt natürlich für alle unsere Sachen hier hier vorbeikommen und euch das alles anschauen, anfassen, wie auch immer, beraten lassen. Oder online bestellen in unserem Online-Shop auf team-zinat.shop. Und wenn ihr da dann Jenny eingebt, dann gibt es auch immer irgendein cooles Angebot. Entweder ist es das Angebot, das es auch auf ESN gibt, oder es ist irgendein anderes cooles Angebot, aber auf jeden Fall immer was, wo ihr einen Special-Preis bekommt. Jetzt schauen wir mal. Ich werfe es einfach mal da rein. Guck mal, hast du die bestellt? Ja. Cool. Die Flaschen. Kann man die hier hinstellen? Ich finde es ganz hübsch. Ist das eine für mich? Nein. Auf jeden Fall, noch eine, haben wir nicht nur das Whey jetzt von ESN da, sondern richtig geil auch die Flavor Tasty in ganz, ganz, ganz vielen Geschmacksrichtungen. Hier zum Beispiel Vanilla Karamell. Und es gibt auch, oh, das haben wir auch offen, Banana Split und es ist sogar mit Schokostücken drinnen. Es gibt hier auch richtig außergewöhnliche Sachen, wie zum Beispiel erdbeerweiße Schokolade, Geburtstagskuchen, oh, Kokosnuss. Auf jeden Fall, das zum einen, da ist noch ein Whey. Auch wieder Schoko. Wie viel Schoko haben wir denn? Was ist das? Ein Poster. Poster? Poster. Da ist noch was drinnen, noch was versteckt. Und zwar haben wir jetzt auch im Laden Kollagenpeptide. Ich teste ja gerade auch Kollagen und ich bin absolut begeistert für die Nägel. Das hier ist sogar mit, also mit Lemon-Geschmack und einfach einmal am Tag. Und wenn eure Nägel brüchig sind, eure Hände rau oder die Haare immer abbrechen bzw. ja, mit gescheit wachsen, regelmäßig genommen, ist ein gutes Kollagenprodukt echt viel wert. Aber schauen wir noch, ob noch was drin ist. Oh, das ist dein Lieblings-Flavor and Tasty. Das ist auch mit Schokostücken, gell? Mhm. Ja. Okay, ich glaube, du hast das noch mit alles gemacht. Beziehungsweise, du hast ja erzählt, du hast auch noch was bestellt fürs während dem Training. Ja. Glaubst du, es ist schon dabei? Das kommt mit der Vayu-Lieferung. Ach, scheiße.
Also so viel erstmal dazu zu den süßen Sachen und den Whey- und Geschmackspulvern. Es kommen auch noch Flavor Drops in richtig coolen Geschmacksrichtungen. Findet ihr natürlich alles dann im Shop, auch nochmal die ganzen Geschmäcker und was da ist und was nicht mehr da ist und was schon weggekauft wurde. Und wenn dann die große Wahyu-Lieferung kommt, dann zeigen wir euch mal, was es ab sofort hier auch noch gibt von Wahyu, beziehungsweise ja, du hast das Intra, glaube ich, bestellt vom Roman, gell? Was auch immer ständig ausverkauft ist. Also Flexpresso. Flexpresso kommt noch. Und. Also wir stocken hier die Hütte noch ein bisschen auf. Und jetzt können wir erstmal alles aufräumen. Dominik! Guten Morgen. Das ist wie immer Zitrone, Ingwer, Apfelessig. Und was sich jetzt geändert hat, beziehungsweise ich habe gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden, was sich jetzt ab sofort in den Supplementen ändert, war, wir haben es gestern schon angefangen auszuprobieren, zwei verschiedene Geschmäcker habe ich aktuell zu Hause. Und zwar ist es einmal Apfel und einmal Mango-Orange. Und von dem Metaplus für den Stoffwechsel gibt es jetzt dreimal täglich 4 bis 5 Gramm. Ich habe auch extra schon einen kleinen Löffel parat gehalten, weil falls ihr vorhabt, Vario-Produkte euch zuzulegen oder schon besitzt, dann wisst ihr es vielleicht schon, da ist kein Löffel drin und man braucht ja immer mal wieder welche auf. Und deswegen heben wir die einfach auf und dann können wir sie weiterverwenden. Das ist ja auch irgendwie ganz cool, weil dann schmeißt man nicht immer alles weg. Ich kann hier mal weiter eingehen auf die Bananenthematik. Und zwar haben einige unter den Kommentaren geschrieben vom letzten Vlog, welche sie bevorzugen. Also lieber so braune oder so grüne. Und jetzt habe ich noch eine Auswahl. Und zwar, das sind meine Lieblingsbananen und die gibt es nicht oft. Die sind viel, viel süßer und jeder, der schon mal in Thailand oder, keine Ahnung, war, in irgendeinem tropischen, asiatischen, wie auch immer, Land, diese Bananen schmecken anders. Die schmecken viel, viel besser, die sind vielleicht teurer, aber daher ich ja eh maximal eine am Tag brauche, sei mir das vergönnt. Und ansonsten einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die kennt und ob ihr die auch den normalen Bananen bevorzugt. Jetzt gibt es auf jeden Fall ein bisschen Sellerie. Und zwei Eier mit 10 Gramm Mandelmus. That's it. Um Gottes Willen, schaut euch, was gerade mit den Kartoffeln im Ofen passiert ist. Oh nein! Die ist einfach geplatzt. Ach du Scheiße. Ich habe mich heute an einer neuen Idee versucht und wenn das geil wird, mache ich dazu ein extra Instagram-Video. Das nennt sich sozusagen Shredded Chicken. Geil. Sau geil. Sau einfach. Okay, Instagram-Video folgt. Beziehungsweise YouTube-Video dafür folgt.
Also vom Check des Tages, wir haben heute Donnerstag, ich bin irgendwie die ganze Zeit so auf Mittwoch und wir haben die Form gerade nochmal angeschaut. Daniel hat gemeint, wie willst du wirken? Und dann habe ich gesagt, ich will in Form kommen wie immer, ich will nicht irgendwie voller, praller, schlechter, massiver kommen, weil meine Form schon immer von der Linie gelebt hat und immer, wenn ich versucht habe, massiver zu kommen oder praller zu sein, auch 2019 zum Beispiel, bestes Beispiel, da, ja, da geht die Linie komplett unter und ich habe schon im Gefühl gehabt, dass das notwendig ist. Daniel hat das auch gesagt und das ist ganz cool zu sehen und zu wissen, dass man einfach das, was man sich denkt, ja, dann einfach harmoniert und ist einfach so, wenn du als Frau, und ganz ehrlich, ich habe 180 Gramm Reis jeden Tag plus noch Obst und Gemüse und das alles an Kohlenhydraten, was soll da letztendlich der Feinschliff noch kommen, wenn der Muskel immer gefüllt und prall ist und dieses gefüllte und pralle soll ja dann letztendlich auch erst so richtig zur Geltung kommen in der Peak Week, da wo wir die Speicher dann wieder auffüllen. Und kurz vor dem Wettkampf ist es einfach so, dass man die erstmal sozusagen ganz leer macht, dass der letzte Rest, der noch abzugeben ist, einfach abgegeben wird. Und wenn man dann halt so Dinge nicht im Blick hat, dass man sagt, hier noch ein bisschen Soße und hier noch ein bisschen mehr Gemüse und hier noch ein bisschen das und das, was Kalorien hat. Unterm Strich, Kleinvieh macht auch Mist. Und da muss man halt dann einfach wirklich akribisch drauf schauen. Und wenn man jetzt zum Beispiel nach Amerika schaut, zu den schweren Jungs, die fast 100 Kilo haben, und man hört, die haben maximal noch 2000 Kalorien und sind 2 Tage vom Wettkampf. Und ich habe auch fast noch 1800, keine Ahnung was, Kalorien, bin aber eigentlich nur eine halbe Portion gegen die Männer. Dann ist das, denke ich, gerechtfertigt, dass man jetzt noch ein paar Tage auf eine Portion Reis ja, da drängt und darauf nicht verzichten kann. So viel dazu. Wir kürzen das Essen. Aber dadurch, dass es irgendwie mir schon klar war, ist es auch überhaupt nicht schlimm, überhaupt nicht. Und innerhalb von einer Woche sind wir schon auf dem Weg nach Budapest. Da ist die Arbeit schon getan, da fange ich wahrscheinlich schon fast an zu laden. Und deswegen, umso näher der Wettkampf rückt, umso angenehmer finde ich es immer für den Kopf, das Leiden auszuhalten. Genau, so viel dazu. Und ich muss noch dazu sagen, hormonell sind Frauen ja auch in bestimmten Zeiten des Monats immer ein bisschen anfälliger. Und bei mir ist es immer so, Anfang des Monats bahnt sich so meine Hormone, meine Hormonumstellung an und dann nach einer Woche, nach Anfang des Monats, gibt es wie so einen Umschwung, wo man merkt, okay, der Körper speichert ein bisschen mehr Wasser, einfach zyklusbedingt und diese Laune und dieses Gefühlschaos klingt wieder ab. Und dann kommt erstmal dieses bisschen Wasser, was dann kommt. Und dann reguliert sich wieder alles so ab der zweiten, dritten Woche des Monats. Das ist ganz witzig zu beobachten, vor allem wenn man so dünn ist. So viel dazu. Schönen Tag. Und ich koche jetzt mal 60 Gramm Reis. Wir sind bereit fürs Training, beziehungsweise ich bin bereit für mein letztes richtiges Quadrizeps-Training. Ich werde vielleicht die Woche oder beziehungsweise Anfang nächster Woche meinen Strecker nochmal ein bisschen mit durchpumpen. Aber heute ist das offizielle große letzte Beintraining. Und ich teste ja zurzeit ein paar neue Supplemente in meiner Routine und habe hier eben den Booster von Vayu, den Nitro, für mich lieben gewonnen. Bin wirklich begeistert, weil ich bin nämlich, was Booster angeht, echt ja, wie sagt man das, empfindlich, auch vom Geschmack her. Und bis jetzt hat er sich sehr, sehr gut bewährt. Die Pumps und die Trainings sprechen für sich. Wie gesagt, ihr wisst Bescheid, wenn ihr mich supporten und unterstützen wollt. Mit meinem Code Jenny auf ESN.com bekommt ihr auch die ganzen Vayu-Produkte und von ESN generell selber immer die besten Preise von den Supplementen. Und natürlich auch bei uns im Online-Shop auf team-zinat.shop bekommt ihr auch immer mit meinem Code Jenny das beste Angebot, beziehungsweise ein Angebot
Und während dem Training, beziehungsweise bei mir direkt nach dem Training, gibt es auch immer IAAs. Und dann nehme ich zurzeit die in Lemon Iced Tea, die mTOR IAAs von Vayu. Und ich bin bei IAAs auch wieder empfindlich irgendwie. Also wenn es so süß ist, dann ist es nicht so mein Geschmack. Und die sind wirklich sehr, sehr lecker und zitronig, wie diese. Damals gab es doch diese kleinen Eistee-Bällchen, Kügelchen, die sich im Wasser aufgelöst haben. Und manche haben die auch immer so pur gegessen und so draufgebissen. Und so nach Zitronen-Eistee schmecken auch diese IAAs. Ich habe noch einen ziemlich coolen fancy Jenny-Hack. Und zwar an der Stelle liebe Grüße nach Hamburg an meine Kati, meine Figurathletin, die auch mit mir schon auf der Deutschen Meisterschaft in Bochum stand. Sie hat mir für einen Porridge einen geilen Tipp gegeben, weil ich mache ja nie Süßstoff in oder Flav Drops in meine Reisflocken oder Haferflocken rein. Und nach dem Training gibt es bei mir heute eine Portion Reisflocken, also Reispudding. Und das hier kommt noch ein bisschen rein, beziehungsweise on top. Das ist Vanille, also sozusagen gemahlenes Bourbon-Vanille, wo man normalerweise mit backt, und das wirklich nur so eine Messerspitze, das ist vielleicht nicht mal ein Gramm, kommt dann mit da rein und es schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Gibt es auf Amazon, ich packe den Link mal unten in die Beschreibung rein. Man wird so kreativ in der Diät. Und wenn der Hunger schlimmer ist, obwohl es jetzt die letzten Tage oder vor ein paar Tagen so schlimm war, dass es der Hunger jetzt gar nicht mehr so unendlich schlimm war. Wie gesagt, ich habe es vorhin erzählt, manchmal ist auch dieses Art und die Art und Weise, wie empfindlich man ist, immer abhängig davon, wie die hormonelle Lage ist. Kaffee Nummer 3. Wir gehen jetzt ins Rückentraining. Rückentraining 2 von 2 für die Woche. Mein Rücken hat keine Probleme mehr gemacht. Und ansonsten haben wir noch, ich runde immer ab, 8 Tage bis zum Wettkampf. Heute ist Donnerstag und nächsten Donnerstag sitzen wir um die Zeit wahrscheinlich schon im Auto auf dem Weg nach Budapest. Heute ist Freitag, Entschuldigung. Wir sind nächste Woche um die Zeit schon in Budapest. Und heute fängt Olympia an. Und wir sind wahnsinnig gespannt, haben es letztes Jahr auch angeschaut. Und vielleicht das letzte Mal vom Fernseher. Wieder eine Woche geschafft. Ihr habt ein paar Einblicke vom Training bekommen, von der Form bekommen, vom Essen bekommen. Und ja,
mit dem nächsten Vlog, beziehungsweise der nächste Vlog ist dann schon sozusagen kurz vor Abfahrt nach Budapest. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst mir ein Abo da, einen Daumen hoch, wenn euch es gefallen hat, einen Kommentar. Und ansonsten gute Nacht und ja, noch ein schönes Wochenende.